Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Endlich habe ich mal ein kleines bisschen Zeit, um dir ein paar Eindrücke zu geben, ein paar kurze Eindrücke, wo ich gerade bin und dir auch ein bisschen zu sagen, warum ich hier bin und so weiter. Nehme ich dich mal mit. Dem einen oder anderen Zuschauer könnte das hier vielleicht schon bekannt vorkommen. Ja, ich bin jetzt seit ein paar Tagen hier in Benchishigua, da wo normalerweise Olli und Anna wohnen. Das war so nicht vorgesehen. Zuletzt war ich ja noch in Valle Gran Rey und ich hatte vor, danach nach Santiago zu trampen. Das habe ich auch gemacht. Und dann wollte ich ursprünglich in meine Höhle oberhalb von Santa Ana. Aber zwei, drei Tage bevor ich losgetrennt bin, hatte ich erfahren, dass Gaia in Santiago gesehen wurde. Und so dachte ich dann, dass er vielleicht noch oben bei seinem Platz ist. Der ist ja direkt neben meiner Höhle und ich wollte unbedingt alleine sein, da die letzten zwei Wochen in Valle Gran Rey sehr anstrengend für mich waren und auch stressig und ich sehr oft Leute um mich herum hatte. Ja, dann habe ich überlegt, gut, dann gehe ich halt wieder zum Tabahuga. Da hat es mir ja immer total gut gefallen. Wieder zu meinem ehemaligen Zeltplatz. Ein Zelt hatte ich ja auch mit dabei. Also ein Innenzelt, ja. Für dieses Zelt braucht man allerdings ja irgendetwas über sich. Äste oder irgendwas anderes, also starke Äste, wo man das dran befestigen kann. Sonst funktioniert das mit diesem Zelt nicht. Naja. Ich hatte auch schon sehr Sehnsucht nach dem Tabahuga, nach dem Ganzen dort. Hat mir einfach immer sehr gut dort gefallen. Deswegen habe ich dann gedacht, ja gut, dann gehe ich halt dahin. Dann bin ich dort alleine und habe meine Ruhe. Dann habe ich noch, ach so, genau. Ich bin auch diesmal das erste Mal mit dem Bus gefahren von Valle Gran Rey nach Santiago. Das war sehr angenehm. Und ja, als ich dann ankam, war es aber schon recht spät. Dann wollte ich noch ein paar Sachen einkaufen, obwohl ich schon jede Menge Zeug hatte. Ich war auch sehr K.O., weil ich die Nacht davor nicht geschlafen hatte, aus verschiedenen Gründen. Aber ich wollte nicht noch länger warten, deswegen bin ich dann trotzdem los. Und ja, dann hatte ich mir überlegt, also mit dem ganzen Zeug, was ich dabei habe, also ich hatte eine riesengroße Reisetasche dabei, die ich vor kurzem vom Universum mal wieder geschenkt bekommen habe. Die habe ich dann ausgetauscht gegen meine Weinrote, denn meine Weinrote war von Anfang an kaputt. Das heißt, die hat zwei Reißverschlüsse und beide Reißverschlüsse sind kaputt, ist ja dann auch nicht optimal. Und die große Reisetasche, die hat noch mehr Reißverschlüsse und die sind alle heile. Ja, super, ne? Aber eben, ich hatte dann auch noch eine volle Stofftasche und noch eine Plastiktasche oder Kunststofftasche. Also ich war echt voll gepackt wie so ein Packesel. Ja, jedenfalls ich setze mich noch mal einen Moment in die Sonne. Ist mir doch wieder ein bisschen zu kühl hier im Schatten. Moment. So läuft's, ja. So, hier ist doch ein bisschen angenehmer. Ja, dann hatte ich mir überlegt, es gibt in Santiago, also Richtung zu den Stränden, da gibt es direkt am Strand einige Ruinen. Und ja, das sind einfach verschiedene Räume, die aber, ja, die meisten davon sind kaputt. Aber es gibt einen Raum,
mit einem heilen Dach. Und der hat sogar eine Türe und ein Fenster. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann kaufe ich jetzt noch ein bisschen was ein und dann gehe ich mit dem ganzen Zeug zu diesem Raum und nächtige dort eine Nacht. Das ist vernünftiger. Und dann mache ich mich am nächsten Tag ganz gemütlich und in Ruhe und wieder fit dann zum Tabaruga auf. Jo. Dann wollte ich auch noch in eine Bar was trinken. Und gehe so an dieser Bar vorbei und wen sehe ich da sitzen? Anna und Olli. Ja, dann kamen wir ins Gespräch miteinander und dann habe ich erfahren, dass die beiden am nächsten Tag für einige Zeit nach La Palma wollen, um Verschiedenes zu erledigen und einfach sich mal ein bisschen auszuruhen, weil das Leben hier ist doch sehr anstrengend mit den ganzen Tieren. Sie haben jetzt auch noch mehr Tiere. Und da hat sie mir gesagt, sie haben bereits mit einem gesprochen, den sie schon sehr gut kennen. Ist auch ein Deutscher, ein etwas reiferer Aussteiger, also reifer als ich, sage ich jetzt mal. Und der wäre bereit, in der Zeit hier sich um die Tiere und das ganze Gemüse, was mittlerweile hier schon angebaut wurde, zu kümmern. Ja, dann hat sie gesagt, wenn du Lust hast, dann kannst du auch mit hoch, dann nehmen wir dich nachher mit. Es sind ja dann zwei Räume frei, kannst du dir einen aussuchen. Und ja, dann kannst du da auch mitmachen. Und dann habe ich überlegt, jo, wäre doch auch nicht schlecht. Da ich mir die Tage davor, habe ich mich mit mehreren Bekannten unterhalten. Und wir kamen auf das Gespräch von draußen leben und dergleichen. Und da habe ich dem einen oder anderen erzählt, dass mein Wunsch wäre, jetzt mal wieder entweder in einem Haus zu leben oder zumindest einen Raum zu haben, der vier heile Wände hat und ein heiles Dach und ein Fenster, was ich öffnen und schließen kann und genauso eine Türe vor allem. Ja, und somit wäre dann mein Wunsch in Erfüllung gegangen, wenn ich mitgegangen wäre, was ich ja getan habe. Und deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt. Anna und Olli sind ja dann nicht da. Dann haben wir auch unsere Ruhe. Ja, und so bin ich dann mit hier hochgefahren. Da sind wir aber am nächsten Tag dann noch kurz zu meiner Höhle hin, weil ich schauen wollte, ob Gaia... Ach so, genau, Gaia war... Nee, da wollte ich dann schauen, ob Gaia oben ist und wollte auch noch Verschiedenes holen. Und da bin ich dann hin zur Höhle und er war aber nicht da. Er ist, weiß ich nicht, anderthalb Wochen bevor ich von Valle Gran Rey hier mit dem Bus hingefahren bin, ist er mit drei jungen Leuten, hat er sich aufgemacht, zu Fuß nach Valle Hermoso. Dort wollte er einen guten Freund besuchen. Und hatte danach auch noch anderes vor mit den beiden. Und danach wollte er aber erst wieder nach Valle Gran Rey zu mir kommen. Das hat er aber nicht gemacht. Ist dann wohl direkt nach Santiago. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass er in Santiago ist. Naja, dann habe ich jedenfalls noch ein paar Sachen zusammengepackt. Und habe Gaia dann einen Zettel geschrieben, damit er weiß, wo ich bin. Ich habe ja die zwei Wochen davor in Valle Gran Rey mehrmals... Gofio-Bällchen und verschieden gefüllte Gofio-Bällchen und auch verschiedene Dattelpralinen verkauft. Es lief allerdings eher schleppend. Das war nur die ersten zwei Tage so erfolgreich, weil dort am Strand, wo ich die Sachen verkauft hatte, Fans von mir waren oder zumindest oder Zuschauer oder Abonnenten und die haben mir dann direkt so was in die Hand gedrückt. Aber das hat man natürlich nicht immer. Ansonsten ja, kam nicht so viel rein, wie ich gehofft hatte. Aber wenigstens ein bisschen war es, so konnte ich einige Vorräte kaufen. Ja, und habe dann gedacht, dann brauche ich mal ein paar Tage jetzt nichts zu verkaufen und kann mich vielleicht einfach mal ein bisschen ausruhen, mal wieder auch mal wieder zum Lesen kommen und auch zu mir selber. Das hatte ich eben dann am Tabaruga vor. Aber gut, jo.
Jedenfalls sind wir dann hierher gefahren. Also haben wir vorher noch meinen jetzigen momentanen Mitbewohner abgeholt und sind dann alle zusammen hier hochgefahren. Jo. Und am nächsten Tag sind Anna und Olli dann auch los. Ach ja, und sie haben mittlerweile 5 Hunde. Dementsprechend sah es hier natürlich auch aus. Das absolute Chaos, egal wo man hingeschaut hat. Ganz, ganz schlimm. Ja, und seit wir hier sind, sind wir permanent hier am Aufräumen, sauber machen, sortieren, wegschmeißen. Also echt heftig. Von Ausruhen keine Spur. Wieder mal nicht. Aber naja, was soll's. Macht trotzdem Spaß. Die Tiere, ja, mit den Tieren zu leben ist halt auch schön, obwohl auch die Tiere viel Arbeit machen. Wir haben mittlerweile auch ein Hausschwein, total herzig. Und noch ein Schaf. Die Ziege von damals, die war, die hatten sie rausgelassen und die kam dann irgendwann nicht mehr wieder. Ja, und dann jede Menge Hühner, auch wieder jüngere Hühner, also Küken, aber schon etwas größer. Und dann eben die 3 Pferde und das Muli. Ja, und 2 von den 3 Hunden haben sie aber hier gelassen. Genau. Ja, und so langsam bekommen wir das Chaos hier in den Griff, allmählich. Und so langsam fühlen wir uns hier auch wohl. Jetzt wollte ich euch mal eben das Schweinchen zeigen. Das war vorhin draußen, das darf auch hier draußen rumlaufen, auch weiter weg. Das ist immer mit den Pferden zusammen. Aber es kam dann zurück, zum Glück, denn ich wollte es euch gerne mal zeigen. Das schläft jetzt hier ganz süß.